Im Sommer, wenn Mutti unsere deutschen Fußballer feiert, wird wieder von einem volkswirtschaftlichen Super-GAU abgelenkt. Hallo. Hier spricht das Fotzmotron. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Das Merkel-Viech hat eine Entscheidung getroffen und das deutsche Arschloch lässt sich mal wieder ablenken durch Fußball. Ich bin gestern S-Bahn gefahren. Jeder redet nur über die Leistung der deutschen Mannschaft gegen Italien. Das Politgesindel weiß ganz genau, wann das deutsche Arschloch abgelenkt genug ist, um sich nicht weiter mit sowas wie Fiskalpaket und ESM zu beschäftigen. Was für ein verblödetes Sauvolk. Deutschland ist auf dem Weg, ein Land wie Ungarn zu werden. Und das größte Problem dieser Trottel ist das Halbfinalaus gegen Italien. Solange die sich noch das neueste Auto oder wie hier das neueste Smartphone leisten können, ist deren Welt in Ordnung. Damit können sie schön am Display rumreiben wie auf einer nassen Abspritzmuschi. Schaut mal hier der Vergleich zu meinem Handy. Ich benutze es schon 3 Jahre. Ich kann damit telefonieren, Kurzmittelungen senden, im Internet surfen und die neuesten Dudekal-Videos schauen. Außerdem hat es die nötigsten Apps wie Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn. Sogar eine Hardware-Tastatur. Außerdem benutzt es Symbian, das einen nicht ausspioniert. Solche Handys werden heutzutage gar nicht mehr hergestellt. Was soll ich nur machen, wenn es mal kaputt geht? Aber ich will jetzt nicht weinen. Ich weine erst, wenn mein Neuharz heute nicht pünktlich zur Ausfotzung bereitsteht. Es ist bereits 8:30 und noch nichts ist drauf. Ich habe kein Geld mehr, Hunger und mir ist langweilig. Also muss ich wieder den Bildcoupon auskotzen für ein gratis Frühstück bei McDoof. Hier also mein gratis Fotzessen. Sehr viel Unkraut dabei. Da die Fotzdeutschen gegen Italien verloren haben, ist es leider das letzte Mal, dass ich mich umsonst vollfressen kann.